EA präsentiert euch Dead Space. Beliebige Taste drücken. Jawohl, herzlich willkommen zu Let's Play Dead Space. Ich habe vorher schon ein paar Einstellungen gemacht und mal prüfen, ob alles funktioniert. Ich hoffe, es wird funktionieren, so wie ich es mir gedacht habe. Ansonsten will ich ein neues Spiel starten. Schwierigkeitsgrad. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe dieses Spiel vorher nie gespielt. Es wird ein Blind Run. Ich habe es nur einmal kurz den Anfang angespielt, auf der PlayStation 3. Ich habe wirklich Schiss vor diesem Spiel. Gebe ich den Anfang ehrlich zu. Ich will es aber trotzdem versuchen. Okay? Gut. Einfach, mittel oder schwer. Ich würde sagen, wir nehmen die goldene Mitte, dann kann man nicht behaupten, ich sei ein Noob. Und man kann nicht behaupten, ich sei ein Hardcore-Spieler, weil das bin ich nicht im eigentlichen Sinne. Egal. Jedenfalls werde ich auf Mittel starten. Und falls ich das nicht schaffen sollte, mein Pech. Ich werde es mal versuchen. Gut, man sieht Umrisse scheinbar von der von dem Schiff, was man schon mal sucht. Da war irgendwie was, genau. Okay. Scheint der Ladebildschirm zu sein. Ja, yep, sehr innovativ. Gut, sehr spannend bis jetzt. Sehr furchteinflößend. Der Ladebildschirm. Ich hoffe, er wird mich nicht so häufig begegnen. Das ist auch nochmal. Electronic Arts präsentiert. Eine EA Redwood Shores Production. Dead Space. Oh mein Gott. This is gonna blow. CD Mission. Oh mein Gott, ich kann es nicht so schnell lesen, wie es kommt. Ich hoffe, ihr könnt selbst lesen. Ich werde es nicht tun. Ah, das bin ich, glaube ich. Isaac Clark. Spezialist für Technik und Schiffssysteme. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Ich wünsche es auch. Es tut mir alles so schrecklich leid. Mir auch. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Ich bin doch... Alles passiert. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Was geht denn vor? Verdammt, rede mit mir! Gehst schon seltsam. Du ein kleines Ding. Was? Wie? Verdammt. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Zu oft. Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Ich mag's. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Ich hoffe es. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Oh ja. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Ach du Scheiße, ist das geil. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ada, wir haben Sichtkontakt. Okay, der Albtraum jetzt. Die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. So scheint es. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. Okay. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Genau. Meldet euch. Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein. Mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Ach du Scheiße! Sir, die Undock-Probe. Was ist los? Wir sind ab und los. Oh, nein. Die Schäde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Nein, nach rechts. Nein. Ah, verdammt. Runter durch. Ah, verdammt. Nein! Ach, dicke. Tschüss, das Spiel ist vorbei. Wir sind tot. Doch nicht. Sind alle okay?
Ja, soweit schon. Hi, das bin ich. Liebling Isaac. Ich habe soeben wieder Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Schöne Scheiße. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Job zu erledigen? Wir müssen hier weg. Irgendwas stimmt hier nicht. Meckle ist nicht. Na gut, wir sind hier, das Lüften. Und ich habe einen Helm auf. Na gut. Aufgabe hinzugefügt. Was damit zugehört, man kann nicht am Menü gehen, einfach wegzukommen. Aha. Aber jetzt hier Steuerung, umsehen mit Maus und Shift für Rennen. Okay. Ist hier schon irgendwas, was ich mitnehmen kann? Scheinbar nicht. Da wartet eine Menge Arbeit auf mich, ich sehe es jetzt schon. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Jetzt machen Sie doch Werbung. Hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie in die Türsteuerung. Ich gucke mir das noch gerade ein bisschen an. Ich wundere mich, dass Sie auf ein... Ja? Okay. Sie machen sogar auf dem Schiff, wo Sie dienen, Werbung für Ihr eigenes Schiff. Was, paranoid ist das denn? Wie propagandistisch, genau. Propagandistisch, genau. Die schon mal aufmachen. Geöffnet. Das war ja leicht. Oh. Medipack, klar, ich nehme gerne mit. Was haben wir hier? Geld. Okay. Ich nehme alles, was ich brauche und kriegen kann. Ist hier noch mehr Müll? Cool, Becher. Ah. Aha. Der erste gegen eine Mülltonne. Was haben wir hier? Sieht aus, als wären sie ziemlich in Eile gewesen. Ja. Drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte. Ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele. Ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Stand by. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie. Diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computer-Display online. Okay, klar. Ach du... Was ist hier passiert? B-Lokalisierer... M-Kartenbildschirm... J-Bild... Aufgabenbildschirm, was sehe ich? M, guck mir die Karte mal an. Ach so. So kann ich ran und wegsuchen. Okay. Y größer, X kleiner... Okay. Für den Rest. B-Lokalisierer. Achso, zeigt meinen Wegpunkt an, wenn ich markiere auf der Karte, genau. Damit ich mich nicht gleich verirre. Werde ich wahrscheinlich hoffentlich nicht tun, aber Schiff ist sehr groß, also. Und der Aufgabebildschirm. Wo ich ja scheinbar. Genau. Okay. Ah, ich will nicht. Ich will wirklich nicht. Und ich das hier sehe, Gott ey. Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Ich will hier weg. Das sieht nicht gut aus. Schadensbericht. Überall. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Ach du Scheiße. Was ist hier los? Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Ach du Scheiße, was ist das? Was ist das?
Pass auf! Nein! Verdammt! Komm schon! Ja! Okay, ich hau ab. Was? Ah, ich bin so weg hier. Oh, Scheiße! Ah! Weg hier! Aktivier! 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 Ah. Zu! Zu mit! Zu!